Im Grunde wollte ich Sie ja nur fragen, warum Sie in der Kirche so beten. Wie ärgerlich ist das? Und wie unangenehm den Zuschauern. Wie kann man andächtig sein, wenn man euch anschauen muss? Sie führen mich in dieses Loch, als seien wir Verschwörer. Nichts als Irrtum. Die Frommen halten mein Benehmen als natürlich. Und die übrigen halten es für fromm. Aber mein Ärger widerlegt das. Ein so einfacher Vorfall. Um mir in dieser Sache Gewissheit zu verschaffen, beschloss ich, mein Mädchen anzusprechen. Als sie schließlich kam, verbeugte ich mich und sagte, ich freue mich tatsächlich, dass wir uns endlich sprechen können. Gerade als ich mich mit diesen Worten verbeugte, bemerkte ich mit Unwillen, dass sich mir der rechte Oberschenkel aus dem Gelenk gekugelt hatte. Auch die Kniescheibe hatte sich ein wenig gelockert. Ich versuchte dennoch, den Überblick über meine Sätze zu bewahren. Denn die Kirche ist viel müheloser, man kann sich leichter benehmen, man braucht sich mit seinen Worten nicht so anzustrengen, nicht wahr, liebes Fräulein? Dabei machte mir mein rechtes Bein viel Ärger. Denn anfangs schien es ganz auseinandergefallen zu sein und erst allmählich brachte ich es durch Quetschen und sinngemäßes Verschieben halbwegs in Ordnung. Ich rieb meinen Körper und sagte zu ihr, es ist Zeit, dass du sprichst. Den günstigsten Kredit für meinen Traumwagen, den habe ich ganz einfach gecheckt. Check, check. Finanzcheck, der Kreditvergleich. Können wir mal kurz? Entschuldigung, können wir? Hey, langsam, ja, langsam. Wir werden verfolgt. Hey, Gina, schaffen Sie. Hey, hey. Wir sind voll. Langsam, ganz langsam. Hallo, Martin. Willkommen im Vorhof zur Hölle. Ich bin der Anwalt. Ich hab doch schon einen Anwalt. Es ist nichts passiert, ich sag's Ihnen nochmal. Ich bin gegen das Auto gefahren und das war's. So ein scheiß Unfall kann nochmal passieren. Ich rede nicht nur von dem Autounfall. Dann habe ich keine Ahnung, wovon Sie reden. Was ist vor dem Unfall passiert? Was ist vor dem Unfall passiert? Sie stellen mir immer und immer wieder die gleichen Fragen. Vielleicht hat das mit Ihrer bisher sehr dürftigen Verhandlungstaktik zu tun. Aber wissen Sie, was ich glaube? Sie haben gar nichts in der Hand. Gar nichts. Sie stehen unter enormem Druck. Und ich... Ich habe Zeit.
Es zerreißt mich, dich so leiden zu sehen. Doch ich schaffe es nicht, dir die Kraft zu geben, die du mir unwissentlich schenkst. Dich ertragen. Ersehne deinen Anblick. Doch macht es mich wahnsinnig, dich nicht berühren zu können. Du bist deine Schönheit. Scheiße, Mann. Ich mach diesen Job echt zu lange. Ich glaube, ich dreh durch. Bist du bescheuert, Mann? Geh du Pitschko. Ich hab dir tausendmal. Dreh um. Was ist? Was jetzt? Halt's mal, verdammt. Dreh um. Nein, brems. Was? Nein. Was? Ich darf nicht, der Bulle. Verdammt nochmal, brems. Ich kann nicht, du scheiß beschnittener Arsch, der Meckerzeiger. Ich kann nicht. Egal, überfahr den Bull, verdammt nochmal, aber dreh um. Weiterfahren. Das ist ein Befehl. Noch nie für mich gekocht. In der Hotelküche. Wenn ich das meinen Freundinnen erzähle. Also, du erzählst zu niemandem kein Wort, wenn du hier heil rauskommen willst, okay? Šta mi sada da radimo sa njom? Šta? Malo ćemo da je karamo, pa poslije prodamo. Šta drugo? Danke. Das braucht's noch. Statt schon mal so Pijuzama-Serie. Das habe ich schon mal gehört. Pijuzama. Was heißt denn das? Pijuzama? Halt die Klappe. Halt einfach nur die Klappe. Ist ja gut. Ich lerne eben gerne neue Sachen kennen. Sprachen, Speisen, Gigirigi und so. Deswegen bin ich ja unterwegs, hä? Also? Was heißt denn das? Pijuzama. Das heißt, in Scheiße stecken bis zum Arsch. Und frag nicht wieder, bitte. Aber siehst du, eines Tages kommst du in Sokis Büchhandlung. Ich sitze im Schaukelstuhl. Hinter mir Regale mit Büchern. Alles voll mit Büchern. Dicke Bücher, dünne Bücher, Hilismus, Nihilismus und alles. Und dann sagst du... E kad nećete da kopate, nećete ni da čitate. Nismo mi. Nećeš našu seku da sahraniš? Ja!
Rutsch in den Stand! Helga! 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 Wow, scheiß Bruce Lee, Mann. Ich wusste nicht, dass du... Du kannst nicht alles wissen. Adrenalin, ha? Keine Ahnung. Fühlt sich aber gut an. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Und gibt's irgendwas Spezielles? Ja, sieht im Moment nicht so gut aus. Die Deutsche Bank hat ein schlechtes viertes Quartal gemeldet. Und Siemens ist wahrscheinlich doch stärker von der Krise betroffen als bisher angenommen. Ist nicht so schön heute Morgen. Nee. Hallo? Hallo. Alles bestens. Ja, und selbst? Das hört sich doch gut an. Ich habe mich doch entschieden, dann Short zu gehen. Ja. Ja. Ja, mach dir keine Sorgen. Die liegen so schief, da kann überhaupt nichts passieren. Und die gehen nicht mehr hoch. Das weißt du doch. Wir leben doch in Krisenzeiten. Ja. Ja. Okay. Alles klar. Bis dann. Kurznachrichten um 15.30 Uhr. Frankfurt. Die Firma Biotech meldete heute auf ihrer Pressekonferenz eine überraschende Erfolgsnachricht. Wider alle Erwartungen verkündete die Konzernleitung gestiegene Umsatzkurse. Eine schlechte Nachricht mag dies nur für pessimistische Wertpapierhändler sein, die in einer sogenannten Short Position auf den weiteren Abfall der Kurse hoffen. Und Hamburg. Die Eisschicht auf der Elbe beginnt zu schmilzen. Ja, ich brauche jetzt 5.000 Stück. Nein, nicht jetzt, gestern, jetzt. Aber 150% über meinem Short, das geht nicht. Ja, dann verbinde mich rüber, ja, schnell.